So, Leute. Ja. Also mein Speicher war voll, deswegen ist die letzte Aufnahme so abrupt halt abgebrochen. Ist jetzt schon ein, zwei Tage her. Ich habe eben schon ein ganz bisschen weiter aufgenommen, allerdings, wie hat die Aufnahme nicht aufgenommen. Beziehungsweise der Ton, und jetzt habe ich ein etwas älteren Spielstand geladen, der war zum Glück fast schon so weit. Ja, okay. Jetzt der Stand der Dinge. Also ich hatte ein bisschen rausgefunden. Nämlich hatte ich das hier gefunden. Am Tresor fehlt ein wichtiges Teil und ich kenne die richtige Kombination nicht. Dafür haben wir jetzt den Kopf hier. Den können wir dann hier einsetzen. Kriegen wir ein Teil und einen gruseligen Brief, wie ich finde. Eine Art dunkles Ritual. Der Rabe erweist Meister Asmodai seine Ehrerbietung. Lebende Opfer sollen endlos sein, Meister. Ich finde, es wird immer schlimmer. Die Baupläne einer Kammer unter einem Baum? Ja, da waren wir ja schon. Haben wir schon gesehen. So. Küste. Schlüssel zum Titan. Bezieht sich das auf die Felsen, die zu sehen sind? Die Küste ist der Schlüssel in den Titan. Okay, da müssen wir also zu der Küste dahin. Und wir haben eine Glühlampe. Dann habe ich wie blöd versucht, die da irgendwie einzusetzen, obwohl das ja offensichtlich nicht die richtige ist. Und dann habe ich gesehen, wir müssen die hier einsetzen. Und dann habe ich gesagt, wie soll man da denn drauf kommen? Ja, und das war ungefähr die Geschichte. Okay. Ach ja, und dann, jetzt müssen wir die Sachen hier finden. Und da habe ich gesagt, was hatte ich hier für komische Zeitungsausschnitte mit hier ein Blatt und einer Libelle? Ganz eigenartig. Aber okay. Der Typ hat sie ja sowieso nicht mehr alle, also mich wundert da gar nichts mehr. Okay, zwei Sachen noch. Eine Hand und ein Etwas. Das hier. Aha. Wunderschön. Nicht. Zerrissene Seite. Okay, wir gehen erstmal zu den Beweisen. Wir haben ein paar neue Zettelchen bekommen. Ich finde, er sieht da aus wie so ein 80er Rocker. Okay, das kommt. Tatmotiv. Lebensübertragung. Soll das heißen, dass den Opfern von den Wurzeln das Leben ausgesaugt wird? Ja, das fällt dir früher auf. Und das hier. So it is all about demonic rituals. I've seen something like this before. 2 years ago in Maple Creek. Da bin ich ja mal gespannt. Demonic rituals. According to the story I've been telling you, this shouldn't come as a surprise. It doesn't, but the way it works does. Makes my flesh crawl. The roots are used to suck the life from the victims. It feeds the heart of the demon's imposter, who originates from the tree. The roots, to be precise. The depleted corpses are left in the dark underground to rot. The whole area is warped and corrupted by evil. Twisted roots cover the land, obeying the will of their master. Like heartbroken, helpless witnesses, their once pure owners, the trees, are now dying, joining the victims in oblivion. I have to end this. By any means necessary.
I will help you, Detective, as soon as I am set free. You have my word. Wehe nicht. Dann gibt's richtig Schläger, ne, du Penner. Okay. Das hätten wir. Die beiden können wir, glaube ich, noch nicht einordnen. Nein. Hä? Wollte ich gar nicht hin. Der hatte mir noch was zu sagen, oder nicht? Nee, doch nicht. Okay. Aber wir haben hier drei Münzchen. Zwei davon hatten wir schon gesehen. Die überspringe ich dann auch gleich mal. Time passed. Dankeschön. Time passed. Hatten wir die schon? Ja, ne? Centuries after his fall from the deepest pits of hell, Asmodai spoke to his servants, scattered around the world. All of them received the same message. Hunt each other and fight to the death until only one of you remains. Make use of the unholy ritual weapon, for unlike any other, its power shall break the bonds of him. Sehr interessant. Okay, die hatten wir aber noch nicht. The great hunt has begun. The one who had the weapon had the advantage over others and immediately became the first aggressor. However, bearing the artifact of desire, he would also become the most hunted prey. Sehr interessant. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da hatte ich mir irgendwie was anderes erwartet. Also, es ist schon recht spannend und so, aber ich hatte mir irgendwie was anderes erwartet mit den Leichen da. Also, es ist ein bisschen sehr, sehr Fantasy und naja, keine Ahnung. Ja, um Norm, ich fütter dich, naja, Entschuldigung. You spoke of the ultimate ritual weapon. Is it the only way to destroy the Reapers? The Reapers used this unholy weapon in their rituals long before Asmodai was slain by Raphael. This ritual dagger bore the power of the demon, thus giving its wielder his strength and the ability to destroy the other Reapers who were otherwise immortal, as well as any of their foul minions and creations. Da hatte ich Minions gehört. Mir überlegt, wo ich das gehört hatte. Na egal. Wir haben anscheinend... Ach Mensch. Achso, doch, da wollte ich... Ja... Hä, aber wir haben noch gar nichts mehr. Hä, was willst du von mir? Ach, lass mich doch in Ruhe. Okay. Wir können das hier jetzt dahin packen. Oh nein! Das war so klar irgendwie. Also eigentlich habe ich gerade nicht damit gerechnet, aber so im Nachhinein ist es klar. Okay. Ah, schön. Ach, hier ist doch. Dann geht's ja noch. Es kommt da ungefähr hin. Das ist falsch rum. Kommt denn das mit den Bäumchen hin? Ach da. Da glaube ich. Das müsste. Nee, hä? Das ist ja gar nicht. Ach so. Dann kommt das hier hin. Irgendwie. Keine Ahnung. Hä, es passt gar nicht. Ach so, warte. Nein, nicht drehen, mein Gott. So. Passt doch. Der Flügel. Die Flügel kommen dahin. Das soll, glaube ich, der Rabe da stehen. Raben darstellen. Der Baum kommt. Ich sehe doch nichts. Da irgendwo hin. Nein, ich schaff das alleine. Ich kann das, ja? Ja, ich schaff das. Ich mag Puzzeln ja eigentlich. Ich bin nur nicht der. Oh, naja, es geht. Also schlecht bin ich jetzt nicht, aber.
soll denn das darstellen eigentlich? Sieht ganz komisch aus. Wie Tentakeln oder so. Also die Hand kommt dahin. Das sieht schön aus. Das hinkommt, weiß ich nicht. Was soll denn das darstellen? Bestimmt irgendein Wirrwarr hiervon, ne? Ganz komisch sieht das aus. Wie passt denn das? Hier, so. Naja, das passt schon irgendwie. Was müsste denn da hin? Ah, okay. Hab ich irgendwie gar nicht gesehen. Da fehlt aber noch ein Teil. Ach, das hier. Hier, fertig! Wunderschön. Nicht. Okay, die Nummer müssen wir zum Glück doch nicht merken. Ich wollte gerade sagen, die müssen wir es merken. Ey, ich wollte gar nicht zurück. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich... denke, wir haben jetzt hier alles, oder? Ach nee, Quatsch, den Code müssen wir noch. Ich bin ein Dödel. Aber da fehlt uns noch ein Teil, ne? Ach, das andere Teil von dem Ding. Ja, ja, jetzt habe ich es auch geschnallt. Endlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, das müssen wir von dem Typen kriegen. Ach, das habe ich überhaupt... Oh, das habe ich ganz... Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen wuselig. Ja, Tatort, genau. According to this sketch, underneath the tree, there's some kind of ritual chamber. Wait. That place where I saw Becky's parents. The roots were growing wild. And there's a door at the bottom of the giant redwood. According to the sketch, there should be a passage that leads down to the chamber. This just might be the place we're searching for. So, the obvious conclusion is to find a way to open the gate. Unter dem Baum gelange hinein. Hä? Achso. Unter dem Baum gelange hinein. Ich will da gar nicht rein, ehrlich gesagt. Gib mir jetzt das Teil. All in the name of a demon. Whitmarsh has killed so many people. The more victims Whitmarsh sacrifices, the more powerful he becomes, together with his master. According to what you deduced from the evidence, the heart in the demon's imposter is the key that activates his terrible machine of death. As it collects the lives of its victims, it is bound to Whitmarsh himself. Ich bin gerade irgendwie froh, dass das nur ein Wimmelbildspiel ist, weil da müssen wir eigentlich nichts machen. Das heißt, uns kann eigentlich nicht wirklich was passieren, wenn wir da reingehen. Hallo, ich dachte, er gibt uns den Teil von Mann. Woher soll ich das jetzt kriegen? Okay, dann müssen wir anscheinend später nochmal hierher zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil sein soll. Warte mal, ich nehme kurz einen Tipp. Ja, aber ich brauche ein Teil, du Trollo. Es hat mir jetzt viel geholfen. Na, danke. Was ist denn das?